mache ich.
für dich. Bestätige! Thank you.
Schon dabei. Hey, wo warst du? Du hast einen großartigen Kampf verpasst. Ich habe mich angemeldet. Was? Treten Sie selbst zum Kampf an oder seien Sie Zuschauer. Glück und noch ein Tür. Ich ging also hinter einen Tisch mit einem Kassenmassiven. Machen Sie keinen Ärger. Hast du die?
die aktualisierten Geheimdienstberichte über die Schwächung feindlicher Verteidigungsmaßnahmen mitgekriegt? Das ist peinlich. Willkommen in der Castle Arcane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dann dürfen wir also von Ihnen noch mehr Elko Shakespeare erwarten? Nun, eigentlich bereite ich gerade... Informierend, da die Aufführungen von Francis Kitt... Hey, wie geht's dir? Freust du dich auf morgen? Ich bin also in einem Hotspot auf Noveria im Einsatz. Mein üblicher Trupp ist im Lazarett. Ich verstehe es trotzdem nicht. Nein, natürlich nicht, du Elender. Ich meine, Tempo auf der Grab. Ich hatte eine perfekte Stellung. Weite Sicht, gute Deckung. Sie wollen viel Spaß, ohne dafür viele Credits auszugeben? Kommen Sie in die Castle Arcade. Die eigentliche Schwierigkeit wird jedoch darin bestehen, den Peitsche zu einem Schauspieler zu machen. Keine Dummheit. Kommen Sie rein. Heute könnte Ihr Glückstag sein. Ja, ich weiß, dass wir uns dort kennengelernt haben. Aber... Dass wir ein paar extrem harte Nebenziele hatten, hat die Sache nicht einfacher gemacht. Aber selbst dann, wir sollten... Wir erfüllen gerne alle Ihre Wünsche, wenn es um den Haushalt geht.
Sie haben mich gebeten, von der SSV Normandy zu erzählen. Der Normandy SR. Grüße, Commander. Shepard. Ich wusste nicht, dass du spielen kannst. Es ist das einzige Lied, das ich kenne. Wie kommt das? Weil es immer etwas Wichtigeres gab. Eine Ruine erkunden, Infos sammeln, einen Commander retten. Es fehlte die nötige Ruhe. Wohl wahr. Ist dieses Lied etwas Besonderes? Bei meiner ersten Ausgrabung zog ein Sturm auf. Wir mussten drin bleiben. Ich war ruhelos und wollte weiterarbeiten. Eine der anderen Archäologinnen, Dr. Olena, hatte überall dieses Keyboard dabei. Sie hat mir beim Warten dieses Lied beigebracht. Ein schönes Lied. Danke, Shepard. Ich hab's immer gemocht. Shepard, ich... Was machst du da? Dafür sorgen, dass du nicht wegläufst und was Wichtigeres machst. Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Wir sollten das öfter machen. Naja, vielleicht nach... Jeden Tag danach. Shepard. Welche Art von Party möchten Sie denn heute haben, Commander? Ich kann alles für ruhige Gespräche vorbereiten. Oder hätten Sie es lieber etwas wilder? Ich denke, wir sollten etwas Dampf ablassen. Ausgezeichnet. Ich spiele laute Musik und mixe Drinks für die Gäste. Außerdem werde ich mich etwas festlicher zurechtmachen. Hey, nur herein. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Fühlen Sie sich alle wie zu Hause. Danke. Freut mich, hier zu sein, Shepard. Ach ja, Sie und welche Armee? Außer der da? Dieses Apartment ist einfach unfassbar groß. Da kostet ja nur der Strom. Diese Musik ist klasse. Die richtige Musik sorgt für die Stimmung der ganzen Party. Stimmt's, Esteban? Sicher? Hey, Shepard. Trinken Sie auch was? Okay, wie geht es allen? Fragen Sie mich, wenn ich noch 5 von denen getrunken habe. Darauf trinke ich. Werde ich Sie morgen früh auf dem Boden wiederfinden, Lieutenant? Hoffen wir es.
Großartig. Ich kann sie mit den Huevos Rancheros meiner Abuela wecken. Hey, danke für das hier. Ich hatte wirklich etwas Entspannung nötig. Auch wenn es nur für eine Nacht ist. Ich glaube, wir haben uns alle eine Pause verdient. Das haben wir, Cortez. Auf uns. Und eine Pause. Also, Liara. Also, Shepard, dieses Gesöff zu servieren ist eine Sache. Aber wie sieht's mit Trinken aus? Jemand muss doch alle nach Hause fahren. Sind wir denn sicher, dass die Normandie noch da ist? Hat schon wieder jemand versucht, sie zu stehlen? Die Normandie stehlen? Interessante Idee. Moment. Was? Wer? Trainer, haben Sie Ihre Zahnbürste noch? Wir kriegen jederzeit eine neue Normandie. Jemand muss nur Cerberus anrufen und sie bitten, uns eine SR3 zu bauen. Aber müssten Sie dann nicht Ihren Namen ändern? Talizora Vos Normandy SR3? Es heißt Vos Normandy. Vos bedeutet jemand mit schwacher Blase. Was allerdings im Moment auch zutreffen würde. Wir hatten viele gute Zeiten auf dem alten Mädchen. Das kann man wohl sagen. Unbedingt. Hört ihr? Einige mehr als andere. Es ist mir eine Ehre, dazu gestoßen zu sein. Auf die Normandy. Und auf die Liebe zum Captain des Schiffs. Commander, Ihre Gäste sind ganz schön wild. Gefällt Ihnen die Atmosphäre oder möchten Sie daran etwas ändern? Die Party beginnt doch erst. Geben wir mehr Gas. Wie Sie wünschen, Commander. Absolut. Biotik ist beeindruckend. Ich habe nie was anderes behauptet. Sie meinen aber damit, dass Sie nicht... Hey, was geht hier ab? Benehmen sich alle? Natürlich, Shepard. James erklärt gerade, dass körperliches Training besser ist als Biotik. Wirklich? Den Schuh wollen Sie sich anziehen, James? Kommen Sie, Loco. Sie müssen mich dabei unterstützen. Biotik ist stark, aber unberechenbar. Diese ganze Abklingnummer... Shepard, wo haben Sie den denn gefunden? Ich würde meine Biotik nicht unberechenbar nennen. Und die Reaper sicher auch nicht. Sein Körper kann man verbessern. Aber Biotik, die ist, wie sie ist. Er scherzt. Richtig, James. Ich meine, worauf genau wollen Sie hinaus? Okay, okay. Vielleicht meine ich nicht die Konditionierung an sich, sondern die Konditionierung eines gewissen James Vega. Kommen Sie, Ashley. Sehen Sie sich das an. Dieser Kerl braucht nie eine Abklingzeit. Im Gegenteil. Je heißer, desto besser. Ein Brüller. Seien Sie still und machen Sie ein paar Sit-Ups. Kasumi. Ich guck doch nur. Bei der Göttin. James, das ist hohl. Die Biotik wäre der klare Sieger. Wir reden hier über die Nutzung dunkler Energie. Ja. Verstehe schon. Sehen Sie sich um. Diese Diskussion konnten Sie nicht gewinnen. Ist okay, Mann. Dummkopf. Schon okay. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ashley, könnten Sie mich nicht unterstützen? Nicht ohne eingehendere Untersuchung. Wirklich? Ich denke, das lässt sich machen. Also, dann? Okay. Drinks, Snacks, bedienen Sie sich. Spezialistin Trainer, darf ich Sie etwas fragen? Du kannst mich alles fragen, Edie. Stimmt irgendwas nicht? Ich habe Spezialistin Trainer gefragt, warum sie meine Stimme sexuell attraktiv findet. Das hier ist ein ausgezeichneter Käse, Shepard. Ich habe ein Stück davon durch die Filter konsumiert. Ist er organisch? Einmal haben Sie gesagt, Sie würden gern, ich zitiere, meine Stimme gegen die Wand nageln und mit ihrer Zunge ihr Schlüsselbein ablecken. Nun, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Sie sprachen über Quantenverknüpfung und
Ich wusste nicht, dass sie eine KI sind. In dem Käse ist irgendein Kraut, das ich nicht identifizieren kann. Salbei oder Basilikum? Außerdem habe ich nur Spaß gemacht. Dazu der Stress wegen der Nachrüstungen und... Wirklich? Mein Diagnoseprogramm sagt, sie seien tatsächlich erregt gewesen. Dextro-Kräuterkäse sind total schwer zu kriegen. Den Turianern ist sowas ja egal. Sie haben ein Diagnoseprogramm? Cerberus hat Ihnen beigebracht, Körpersprache zu analysieren? Verlässlichere Resultate erhalte ich durch die Messung der Pupillenerweiterung und die Temperaturwerte der erogenen Zonen. Ach, du meine Güte. Moment, das ist doch Dextro-Käse, oder? Kila, habe ich etwa vergessen, den Käse zu scannen? Und genau deshalb trinke ich sonst nie. Man muss fair bleiben, Trainer. Edie hat tatsächlich das Recht, Aussagen zu hinterfragen. Mich hat einfach interessiert, wie Trainer ein sexuelles Empfinden für etwas entwickeln konnte, das zu dem Zeitpunkt eine körperlose Stimme war. Ihr seid alle furchtbar. Edie, ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, ich würde mich gerne nackt mit ihrer Stimme in Satin-Bettwäsche wälzen. Oh, ich fand das nicht schlimm. Im Gegenteil, es war schmeichelhaft. Auch der Teil, wo ich ihre Stimme an den Haaren packen und mich ihr an ihrem Rückgrat entlang nach unten arbeiten wollte? Ich erinnere mich nicht daran, dass Sie das gesagt haben, Samantha. Oh, dann habe ich's also nur gedacht. Vergessen Sie's. Beachten Sie mich gar nicht. Ich starte nur eben mal ein Toxinbehandlungsprogramm, damit ich nicht sterbe. Wie läuft's bei Ihnen? Sie können nicht reinkommen. Es läuft bestens. Das sehe ich. Wollte schon jemand Interessantes rein? Nein, nicht wirklich. Verziehen Sie sich. Nein. Kann ich's mal versuchen? Natürlich. Drücken Sie diesen Knopf und sagen Sie nein. Nein. Gut gemacht. Hat sich auch gut angefühlt. Danke. Nein. Sehen Sie, ganz einfach. Machen Sie weiter so. Mach ich. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Nein. Hey, Schätzchen. Wir haben nie darüber gesprochen, aber wir beide haben viel gemeinsam. Hallo, Shepard. Said leistet mir gerade etwas Gesellschaft. Hallo. Bewundern Sie das Kunstwerk? Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Nicht wahr, Shepard? Nicht wahr, meine Schöne? Was halten Sie davon, Samara? Moment, Moment. Kein Grund, so hochnäsig zu sein. Ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt. Es gefällt mir durchaus. Ganz ehrlich, ich bin nicht mal sicher, was das ist. Mir gefällt, wie die Farben verschmelzen und die Tiefe des... Ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Mich macht es nervös, als läge ich allein in der Dunkelheit auf der Lauer und plötzlich streicht ein kalter Wind über mein Gesicht. Wie der Kuss des Todes. Ah. Sie sind ein kompliziertes Individuum, Said Masani. Da haben Sie verdammt recht. Schlimmster Planet, über dem ich je abgeschossen wurde? Vor dem Krieg? Vor dem Krieg. Ist das echtes Nur Welt mit eigenem Leben. Es fühlt sich an wie echtes Hey Männer, Fachgespräch? Keine Sorge, wir haben Spaß dabei. Sie haben also keine Schusswaffe unter Ihrem Pilotensessel?
Der Waffenschrank ist auf der Brücke, praktisch in Reichweite. Eine Waffe, an die man nicht rankommt, ist praktisch nicht vorhanden. Wann haben Sie das letzte Mal mit einer Handfeuerwaffe trainiert? Irgendwann, bevor der kampftüchtige Roboter mein Co-Pilot wurde. Das ist nicht gut. Was ist, wenn Sie eines Tages mal Edi retten müssen? Das ist nicht akzeptabel. Sie sollten immer im Training bleiben. Piloten sind auch Krieger. Wissen Sie, was das ist? Ein Notfall! Bringen Sie diesen Mann raus und lassen Sie ihn Zielübungen machen. Ganz genau. Sie sollten auf der Anlage ein wenig üben. Stimmt's, Commander? Sie kriegen mich nicht zum Schießen. Meine Testosteronwerte sind ziemlich hoch. Ich fliege eine tödliche Kriegsmaschine. Schon vergessen? Jokers Bodycount ist ziemlich hoch. Sie müssen ihn nirgendwo hinbringen. Hier geht's nicht darum, Joker zu besiegen, sondern darum, auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Mann, ich habe keine Schüsse gehört, als sich Rex auf Sir Cash ihr Shuttle gegriffen hat. Natürlich nicht. Damit hätte ich unsere beste Chance auf ein Bündnis mit den Kroganern getötet. Sie meinen, sie hätten sie verwundet. Ha! Dann sollten wir vielleicht trinken. Auf den Verstand und auf die Waffen. In Ordnung. Commander, Ihre Gäste scheinen sich zu amüsieren. Was soll ich jetzt tun? Mach die Musik lauter, damit die Leute tanzen können. Sehr gut, Commander. Ich hatte bislang kaum Gelegenheit, meine Hüpf- und Wackelfunktion einzusetzen. Sie sollten diese Moves öfter vorführen, Trainer. Ja, verdammt. Na los! Kapitän an Deck! War er immer schon so? Shepard rettet die Galaxie. Da muss man hinwegsehen über einige Eigentümlichkeiten. Es ist... sehr enthusiastisch. Beeindruckend. Wir sollten das aufnehmen und den Reapern schicken. Entweder laufen sie dann weg, schmelzen zusammen oder verlieben sich. Schön zu sehen, dass manche Dinge sich nie ändern. Also mir gefällt's, Commander. Es ist wichtig, hin und wieder einfach mal loszulassen. Ich danke allen für ihre Loyalität und Unterstützung. Unmöglich. Wohl möglich? Ich könnte das. Ich könnte sie von diesem Balkon werfen ohne... Shepard. Was ist los? Ich führe nur einen Beweis durch. James hat jetzt sicher mehr Respekt vor Biotikern. Sind Sie okay, James? Das ist toll. Ich zittere am ganzen Körper. Genau. Cool, was? Ich kann dieses Gefühl jederzeit haben. Finden Sie es entspannend? Irgendwie schon. Unter anderem. Ich bin froh, dass Sie die Wette verloren haben, James. Wann bin ich dran? Vorsicht, ich brauche morgen früh die gesamte Crew. Okay, Schluss mit dem Spaß. Setzen Sie mich ab. Los, tanzen wir! Diese Party ist eindeutig ziemlich aufregend. Ist die Stimmung gut, Liara? Das Tanzen in Kriegszeiten ist eine Verschwendung wertvoller Energie. Ich persönlich kann nicht tanzen, weil ich mich bewege wie ein öliger Einbeiniger. Shepard! Hier findet also die Party statt. Verdammt richtig. Kleiner Plausch mit den beliebteren Kids gefällig, Shepard. Hier hinten kann man sich besser unterhalten. Was halten Sie von der Musik? Großartig? Schlecht? Oder was? Nicht so gut wie in Ihrem Zyklus, was, Jarvik? Hab ich recht? Nicht mal annähernd. Ich wusste es. Oh, vielleicht können wir später noch Arm drücken. Das wäre der perfekte Abschluss für einen perfekten Abend. Klar, kein Problem. Wir sehen uns dann vielleicht später. Ich muss pissen.
Ich habe Liara erzählt. Jeff? Ja, Edie? Bei sozialen Events wie diesem ist es üblich, mit Freunden oder Geliebten zu tanzen. Würdest du mit mir tanzen? Damit das passiert, muss mehr kommen als eine höfliche Bitte, Edie. Ich habe Aufnahmen, wie du im Schlaf sprichst, die ein höchst unterhaltsames Extranet-Video abgeben würden. Okay, das ist Erpressung. Er will also nicht mit dir tanzen, was? Hallo, Shepard. Nein, will er nicht. Aber ich schon. Oh Mann. Jetzt mal im Ernst, tun Sie es nicht. Und Sie kennen sie wirklich alle auswendig? Es ist nur eine Vermutung, Shepard, aber was Sie da um... Es tut gut, einfach mal... Abwarten. Schauen Sie. Hey, was liegt an? Nichts. Wirklich? Nein, Shepard. Alles bestens. Lieutenant, haben Sie soeben gekichert? Das war kein Kichern. Sieht aus, als hätten Sie beide Spaß. Tut mir leid wegen der Störung. Ich sollte vermutlich nach Cliff sehen oder so. Bis später, Shepard. Wow, Edie. Hey, an alle. Kommen Sie mal kurz hier rüber. Wir wollen zur Erinnerung ein Foto machen. Nehmen Sie auf dem Sofa Platz. Ein ausgezeichneter Vorschlag, Shepard. Gute Idee. Ich will einen Abzug. Platz da! Platz da! Danke, dass Sie alle gekommen sind. Auf uns. Bereit, Cliff? Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit in diese Richtung. Okay. Alle sagen Normandy. Normandy! Was für eine Nacht. Na, wer ist denn da? Ist es schon morgen? Guten Morgen. Ich liebe es, dir beim Aufwachen zuzusehen. Sehen wir nach, ob sonst schon jemand wach ist. Hat jemand Tee gemacht? Ich könnte ein Tässchen vertragen. Das Apartment wirkt jetzt... Haben wir letzte Nacht was kaputt gemacht? Shepard, guten Morgen. Ich werde...
Die Pflicht ruft, was? Sogar mit einem Kater. Es herrscht immer noch Krieg. Außer die Reaper haben auch Landurlaub. Die anderen wohl nicht. Versammeln Sie alle, verteilen Sie Aspirin und bestellen Sie sie zur Normandy. Wird gemacht. Also dann zurück in den Kampf. Wir hatten zumindest eine Wahnsinnsparty. Vermutlich die letzte. Vielleicht hast du recht. Aber was auch geschieht, du ziehst das durch. Und ich werde bei dir sein. Wir haben viel durchgemacht, was? Aber es war eine gute Zeit. Die beste. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich muss zu den Botschaften. In Ordnung. Nochmals danke, Herdenclan. Den Flüchtlingslagern auf der Citadel gehen langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zur Lebensmittelknappheit kommen könnte. Entschuldigen Sie, ich bin Commander Shepard. Wenn Sie versprechen, vorsichtig zu sein, habe ich etwas für Sie. Ja, wir können damit versuchen, Ihre strategischen Schritte vorzusagen. Wir können damit möglicherweise... Die Reaper haben den Maroon Sea Cluster in der Attika-Traverse erobert. Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst zurückgeschickt. Und für mich soll's auch bald losgehen. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht helfen. Sie sind vom Geheimdienst, richtig? Ich habe diese Verschlüsselungscodes bei einem Cerberus-Techniker gefunden. Ich dachte, Sie könnten vielleicht hilfreich sein. Status erkannt. Einen Moment, bitte. Ankunft bei Puerta Krankenhaus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zur Lebensmittelknappheit kommen könnte. Während die Reaper-Streitkräfte anschließend kurz vor der Eroberung von Tessia stehen, strömen Asari-Flüchtlinge in die Citadel. Ich stehe also unter der Dusche. Mit heißem Wasser und so. Die Nubianen.
Ist noch etwas. Schön, dass wir reden. Finde ich. Machen Sie es. Sie auch schön. Die Reaper kontrollieren mittlerweile mehr als die Hälfte der besiedelbaren Galaxie. Und der Kampf geht weiter. Ich habe in einer Chemiefabrik diesen Behandlungsplan gefunden. Hilft Ihnen das? Behandlung? Was? Hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aha, wahrscheinlich experimentell. Es ist reine Spekulation, aber wir machen trotzdem ein paar Tests. Vielleicht hilft es unserer Patientin ja. Eine Kommunikationsanlage der Allianz auf Onteron zu erobern. Nach schweren Kämpfen ist es... Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Ich habe den Obelisken von Karsa beschafft. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Sie haben was? Er meldet, dass er schon bald zur Lebensmittelknappheit kommen könnte. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte einen Moment, bitte. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. Und der Kampf geht weiter. Birdner Drax will die Turianer unbeirrt weiterhin unterstützen. Palarin hält den Reaper-Streitkräften noch immer stand. Bist du okay? Ach, Scheiße. Schiffe der Quarianer und der Geth. Ich habe auf Gaihinom eine proteanische Sphäre gefunden. Kontaktieren Sie die Allianz und sagen Sie, Commander Shepard hätte angeordnet, dass Sie dafür bezahlt werden. Nach der Eroberung der Elko-Heimatwelt durch die Reaper-Streitkräfte sind Flüchtlinge von Dekuna unterwegs zur Citadelle. Den Flüchtlingslagern auf der Citadelle gehen langsam die Ressourcen. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ankunft in Andockbucht D24. Spectre-Status erkannt. Einen Moment bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Ihr Name ist... Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tasha. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Zur Citadelle. Den Flüchtlingslager der Citadelle gehen langsam die Ressourcen.
Spectre-Status erkannt. Einen Moment bitte. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Wie geht's dem Kopf? Gut. Die Gehirnerschütterung ist kaum noch zu spüren. Freut mich. Als ich von deiner Verletzung hörte... Es war dämlich. Ich hätte mich nur ducken müssen, als jemand runterkam. Aber etwas Gutes hat die Sache doch gebracht. Ich habe eine neue Ausrüstung. Sie haben mir eine Vortex-Panzerung geschickt. Da muss sich jemand im Nachschubdepot ordentlich vertan haben. Nein, das Problem ist... Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Ich beantrage eine Versetzung in eine Zone mit Reapern, Sergeant. Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass Ihr Einsatz besonderen Bedingungen... Nochmals danke, Commander. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Ich habe etwas gefunden. ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper Umgang. Signal bestätigt. Ich habe etwas gefunden.
ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Signal bestätigt. Reaper umgangen. ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Ich habe etwas gefunden. Signal bestätigt. Ich habe etwas gefunden. Thank you.
Signal bestätigt. Reaper umgangen. Ich habe etwas gefunden. Signal bestätigt. ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper umgangen.